uns ein herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA. Boom. Wir haben heute eine ganz besondere Session und zwar sind Deko und ich zu zweit unterwegs. Was geht? Peace, Muchachos, Assalamu alaikum und eure Nüsse seien gekrault, mache ich ja bei Rainbow Six immer. Hallo. Wir zocken heute die erste Runde, seit Marvin in Asien unterwegs ist. Für den geht es ja nach Singapur und Jakarta und Phuket und sowas, jetzt einen Monat lang. Alter, das ist so krass. Eigentlich ist das ziemlich geil. Das ist schon echt super sexy. Aber, Muchachos, wir nehmen natürlich hier weiter für euch auf. Und zwar haben wir heute sogar uns ein kleines Special ausgedacht. So ist es. Bleiben Sie stehen, dann erkläre ich Ihnen das. Und zwar, okay. Gut. Stell dir vor, wir haben nämlich eine Wette. Wir werden jetzt häufiger Wetten machen. Also wenn ihr Wettideen habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Stell dir vor, diese Tür ist dein Gesicht. Ja. Stell dir vor, dein Gesicht ist dein Gesicht. Und stell dir vor, meine Kanone wäre ein Edding gewesen. Der Verlierer wird in einer Instagram-Story, so lange wie die Instagram-Story Zeit lässt, von einem anderen mit Edding im Gesicht bemalt werden dürfen. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall all unseren Instagram fleißig folgen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, wird der Wetteinsatz eingelöst. Genau, Muchachos. Links zu Instagram in der Beschreibung und werden mal gucken. Wie? Das heißt, wer jetzt als erstes ins Ziel kommt, darf dem Verlierer eine Instagram-Story lang, also ungefähr 15 Sekunden lang, ins Gesicht malen mit dem Edding, was man will. Und das gibt's dann für euch auf Instagram zu sehen, um das hier noch ein bisschen Würze in unser Duell reinzubringen quasi. Ohne Witz, Leute. Wir haben ja auch einen Skill-Test mit einem neuen Geländewagen, den wir so noch nicht hatten, ne? Und wie heißt der? Der Karambo oder so, ne? Du kannst deinen Penis malen, du kannst Möpse ins Gesicht malen, du kannst Furz aufs Gesicht schreiben. Oder den Ziegenmann. Wenn du den in 15 Sekunden malen kannst, ey, dann... Digga, easy. Richtig easy. Und da. Oh, zu hart überschlagen! Nicht zu kurz kommen. Da ist ein kleines Pöllerchen. Oh, nein! Immer mit drin. Oh. Okay. So. Also, wir müssen also jetzt Cap schlagen. Ich hoffe, das wird was. Im Moment tryhard ich ja schon so ein bisschen nach vorne. Link in der Beschreibung. Das heißt, wenn ihr. Nein! Nein! Ja. Dieser Baum! Ja! Der Baum! Der Baum! Der Eisen! Ah. Der Baum! Da! Ah, wo bist du? Ich warte Komm weg. Her, Alter! Ich warte weg! Du kannst mich nicht sehen, denn ich bin... Ich bin ausgestiegen! Du bist ja nicht mehr explodiert! Pferd. Du wurdest ja sogar weggeschleudert! Du wurdest Nein, nicht explodiert. Ich bin ausgestiegen! Oh, das war das trojanische Pferd! Ah. Du hattest mich gar nicht getroffen! Die Steine sind mein Schutz! Digga, komm doch her! Ich will dein Auto! Das ist das... Ist es das Gewinner-Auto? Ciao! Nein! Nein! Ja! Versenkt! Hol dir schnell weiter zu hören. Wo bist du? Oh, Scheiße. So, wie fährt sich ohne Reifen? Oh! Hä? Digga, hab ich nicht gerade mit zwei Haftbomben schon... Jawohl! Was ist denn falsch? Ja, ich bin Digga, bist du nicht gerade in zwei Haftbomben sogar drin gewesen? Hält dir eine Haftbombe aus? Nee, die waren vor mir, die Haftbomben, die waren nicht in mir drin. Leute, also bei der ersten bist du bei mir sogar hochgeflogen. So, jetzt hier mal ein bisschen Even machen, Muchachos. So oh nein. Ja, warte. Oh nein. First try ohne Reifen! No. Was? Wie geil ist das denn bitte? Das ist... Nein! Nein! Ja. Fuck! Es wird mit gleicher Münze heimgezahlt, fahr ich mal vor, Alter. Ist mir egal. So, wer fährt jetzt? Wer fährt jetzt? Aha. Meine Chance! Ja! Nein! Nein, das hat nicht geklappt! Oh! Und ich schaff's natürlich nicht. Ja, fuck! Du wirst es auch nicht mehr schaffen. Lol. Der König der Löwen stellt sich jetzt hier oben drauf. Oh! Eigentlich ist das legit, ne? Was? Das hast du überlebt! Ja. Lol, Cap's untergefallen. Oh, ich hab den Punkt. Oh. Junge, das hast du überlebt, sie verarschen. Oh, was? Nein! Ich hab nichts getan! Ich hab nichts getan, Cap! Ich hab nichts getan! Junge, mein Hinterreif ist einfach mal geplatzt. Nein, ist er nicht. Ist er nicht! Ist er nicht! Ich hätte es fast geschafft! Mit kaputten Reifen! Alter! Digga, was muss man denn hier fahren? Ey, ich glaub doch nicht, dass ich dich jetzt verschoben lasse. Nee, ich bin doch einfach nur vorne getryhardet und irgendwie draufgefahren. So für zumindest also, eine itzy-bitzy-mini-Chance. Schwieriger. Er wird nur dezent schwieriger. Ha? Ha?
Ja, fahr doch. Hallo? Fahren Sie Hallo? Doch. Digga, also wie assi das hier ist, dass man nicht einfach durchfahren kann. Fick dich! Lol. Karma ist da. Es wird einfach mal 3-0, ne, für dich. Digga, ich will dir Penis ins Gesicht malen. Ich will dir auch Penis Deswegen. Ins Gesicht malen. Aber so ein richtig schön lang, weißt du? So ein richtig dünn, aber so ein richtig lang. Nett, dass du den Okay, ich hoffe, mein Auto wird da auch stehen. Ja, ich möchte auch dein Auto haben, das ist es ja. Nein! Lol. Das war auf jeden Fall, Kev, schon ganz schön profimäßig, du. Aber jetzt kommt man hier nicht mehr durch, ey. Ja. Nein! Oh! 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 Ja! Wo ist Kev? Nein, er hat es. Wo ist Kev? Fuck. Wo ist Kev? Muss Kev trollen. Junge, ich werde. Nein! Hä, wie bin ich denn da vorbei? Was? Okay, ich tryhard nach vorne. Hat er den Punkt gekriegt? Jetzt tryhard er nach vorne bei so einer Stelle. Please. Nee, ich wollte zurückfahren, um dich zu trollen. Lol. Ich wollte zurückfahren, um dich zu trollen. Und fahr so mit dem rechten Reifen über den Dachrand rüber. Und auf einmal werde ich komplett mit dem ganzen Auto übers Dach runtergeglitscht. Nein! Wo fahr ich denn Fall lang? Runter. Pete, das ist ja... Kann er springen? Nein, er kann nicht springen. Da oh. tryhardet er bei so einer Stelle, Junge. Der Raketenwerfer ist schon oh. ausgerüstet. Oh! Uff, was machst du denn oh. da? Hä? Lol! Lol? Lol? Warte mal. Ah! Flieg! Was? Die Karre ist ja richtig langsam! Lol! Oh mein Gott. Ich will mir hier gerade mal so ein paar Sekunden nach vorne arbeiten, damit ich ein bisschen mehr trollen kann. Oh, fuck! Und lol. Oh, ah! Es ist schwierig, Kopf. Ich hatte die einmalige Chance gerade, ein bisschen nach vorne zu trollharden, um dich zu trollen, aber... Was? Junge, ich hab dich drauf geboostet, du Lacker. Du Lacker. Ja, ja, Normalerweise danke, Kev. Sollst du mich auf dem Wrack drauf landen. Danke, Kev. Danke, Kev. Nicht dein Ernst. Danke, Nein. Kev. Ich schaufel mir mein eigenes Edding-Grab. Nein. Jo! Wow! Wow! Jetzt kann ich dich ganz einfach... Komm mir nicht mit Peter Griffin, nicht bei dieser Stelle, Alter. Komm mir nicht auf Peter Griffin Digga, ich bin Peter Griffin, ja. sein Stiefvater. Ja. Wow. Lol, jetzt kommt ein Wallride. Junge, du kannst jetzt legit Bleibt mein Auto jetzt da? Alter. Ich werde dir so... Eine nein. reinhauen, wenn ich dich sehe. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Scheiße. Mein Auto muss auch da bleiben, Digga. Wie kriege ich das hin? Anschießen, glaube ich, ne? So. Oh. Ey, er macht komplett zu, oder was? Ey, hör auf. Ich hab's nur den Vorderreifen zerschossen. Das ist vollkommen legit. Digga, mein Auto verschwindet einfach. Ich also kann das nicht so. Da lassen, ich wollte extra schön parken für dich. So, mein Lieber, jetzt oh. ist Zapfenstein. Oh. Haftbomben equipped. Oh! Diggi, oh. der Wallride, Muchachos, er ist abgerissen. Ah. Ich sehe schon Pimmel in Kevs Gesicht. sehr Digga, geil. Die Pimmel, sie werden sowas von kommen, Alter. Oh. Also mindestens ein Pimmel ist auf jeden Fall safe. Minimum. Aber ich will auch eigentlich den Ziegenmann malen, deswegen ich muss mich das mit dem Pimmel so ein bisschen... Alter. Wie willst du denn du den kriegst Ziegenmann in 15 Sekunden Genau, Muchachos, wir malen einfach Kev seinen eigenen Pimmel ins Gesicht, ganz klein. Also so ein ganz kleiner Punkt, ja das ist ja nett. Ja. Das ist ja nett. So, Alter, ich bin jetzt so hart nach vorne getryhardet. Ja, du tryhardest die ganze Zeit nach vorne, weil dir, Alter, dass du das Try gemacht hast, nicht schlecht. Oh, erstes Mal die Auffahrt geschafft. Kev? Achso, Wallride machst du gerade auch auf. Bist du durchgekommen? Ja. Ich bin durch. Oh nein. Ich bin durch. Oh nein. Wo bist du? Oh nein. Hip. Wie gesagt, das Gute ist, wenn wir von jedem den Penis ins Gesicht malen, habe ich nichts zu befürchten. Siehst du das hier? Lol. Ich wollte die gar nicht. Ich habe so viel Arbeit gehabt, deine Reifen zu erschießen und dann stirbst du einfach. Hier, siehst du das hier? Mittelfinger. Er ist da. Warte, ich fahr jetzt ohne Reifen weiter. Kev, bleiben Sie stehen! Digga, Alter, die Karre beschlacken, lol. Wie? Das war nicht richtig! Nicht richtig! Nicht nein! Scheiße, der war gut. Wo fahr ich überhaupt lang? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ja, das weiß ich auch nicht so genau.
Warst du ein bisschen zu gierig darauf, mich zu trollen? Ach du Scheiße, ich hab nur nach hinten. Ja, Junge, wo er ist schon? Okay. Hier, damit hast du jetzt nicht. Aber ich glaube, hier muss ja auch irgendwas Hartes kommen. Und nee, also ja, doch, es kommt bestimmt, Leute. Dann aktiviere ich den Tryout. Weißt du, ich spiele jetzt gerade noch auf 5%. Richtiger Trottel-Deko. Ho. Ho. Was? Ist klar! Was haben wir hier? Ist klar! Kämpf ist doch jetzt bei mir, oder? Ist jetzt Tryhard-Mode am Start, oder was? Ich hab den gerade noch versucht, die Reifen zu schießen. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. LOL! Oh mein Bist Gott, du First Try draufgekommen, oder was? Ich war fast drauf. Ich war fast auf dem allerletzten Warwright drauf. LOL. Da kommt noch was? Oh mein Gott. LOL. Scheiße. Ich hab's gerade drauf Mode geschafft. Activated. Ich bin irgendwie. Weiß nicht, wo ich hinfahren. Ich bin irgendwie falsch gefahren oder falsch gesprungen oder so. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ja, du musst halt den Warwright nehmen und dann springst du da schon an sich ran. Das war echt, echt heftig. Blöd. Wow! Wow! Woo! Woo! Digga, was? Nein, nein, was nein. Kommt denn hier noch alles? Nein! Hat sich umgedreht. Digga, Alter, ganz im Ernst. Bitte, ich bin... Bitte. Ich hab keine Ahnung, wie man in den Punkt kommt, Alter. Ist das hier ein würdiges Finale, oder was? Alter, das ist eine richtig krasse Stelle, Mann. LOL, was macht meiner da? Oh, nein. LOL. Nein, Digga, ich hab's noch nie im Leben mit dem bisschen Schwung jetzt. Ich hab's noch einmal geschafft, richtig drauf zu landen auf dem Zwischenstück. Ich werde da immer nur rumgereicht wie so ein Joint, Alter. Alter, ich bin hier auf jeden Fall gerade auch ziemlich verkackt, aber ich schaff's vielleicht neu anzufahren, ja? Den nee, haben wir geschafft. Nicht. Deko kommt gut durch. Nein! Nein! Oh, Leute, jetzt habe ich doch niemals genug Schwung, um da hochzukommen, oder? Oder reicht der Speed, der hier in der Wand ist? Ja. Aber was macht man hier? Was muss ich hier tun? Muss man einfach gerade bleiben? Junge, ich bin... Wie schaffst du das? Was denn? Ich bin einfach zu schnell. Ich schaffe es nicht, auf dem Ding zu bremsen. Bin immer richtig rumgereicht. Auf welchem Ding? Ja, auf dem ersten schon. Da, wo man wie auf den nächsten Wall auffahren muss, oder was? Auf diesem Ding, spring auf den Weißen. Oh. Spring auf den Weißen. Also jetzt der Sprung nach dem orangenen kleinen Mini-Wallride, oder was? Oh, ich bin das erste Mal drauf. Alter, du wirst jetzt so weggefickt. Hey. What? Oh mein Digga, Gott. Digga, das ist unfassbar, Mann. Fahren. Ich war schon durch die Tube eigentlich durchgekommen. Wolltest du mich abschießen gerade? Ich glaube, ich habe dich abgeschossen. Ich habe nur gehört, wie deine Scheißreifen, wie deine Scheißfenster kaputt gehen. Lol. Willst du mich verarschen? Hey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich komme hier gerade. Ey, wie oft ich schon gefahren bin, ne? Aber ich habe es bis jetzt auch nur einmal in diese Röhre reingeschafft, quasi. Also ich hätte es auch rausgeschafft aus der Röhre perfekt. Das Problem ist, ich dachte, in der Röhre ist der Punkt und ich bin dann seitlich gefahren, anstatt gerade aus dem Looping zu nehmen, weißt du? Ja, ich bin auch. Ich wollte auch zur Seite wegfahren da drin. Oh, ey, es kann doch. Ey, ich komme gerade auch. Das ist kritisch. Dieses Zwischending kriege ich gerade auch echt überhaupt nicht hin. Ich schaffe es nicht, nach dem kleinen Warride hier den anderen Warride aufzufahren und weiterzufahren. Ich werde irgendwie. Ich hab's einmal jetzt geschafft. Einmal. Von diesen Teilen, die einen den Weg weisen sollen, werde ich immer richtig hart weggestoßen. Bitte bleib stehen. Er ist so rumgereicht. Heftig. Digga, von diesen Führern werde ich die ganze... Also von den Führern, von den Führungsdingern werde ich die ganze Zeit richtig hart rumgereicht. Also auch richtig teilweise sogar umgedreht um 180 Grad. Hey. Ey, verpiss dich! Bin im Respawn. Ey, seit langer Zeit mal wieder geschafft, ne? Ey, wirklich. Please. Hä, aber da... Also darauf kommt man doch relativ easy. Wenn ich darauf komme, komme ich ganz durch. Da war ich jetzt, das war seit langem mal, dass ich erstmal richtig schmoof durchkomme, Alter. Dies, oh. Und da blockt der. Oh! Alter, jetzt hab ich mal wieder ein Try, wo ich. Ich hoffe, du schaffst es nicht, Alter, das hättest du nur verdient. Das Hä? Digga, das ist doch so asozial, Alter! Hä? Weil in der Röhre, ich wollte einfach nur gerade durchfahren, aber da ist noch ein Kran drin. Ich wurde von dem Kran gerade einfach gestoppt. In der Röhre einfach festgehalten, einfach gestoppt von dem Kran. Ey. Ah! Komm schon. Ey, das ist so unschmuff, dieses Zwischenstück, Mann. Diese Führungen bringen einfach überhaupt nichts.
Ich will keinen Penis ins Gesicht bekommen. Ja, bitte, Penis. Was? Ich bin nicht auf dem Fall gelandet, please. Ich wäre durch gewesen. Ja, ich, ja, ich gerade auch. Auf dem Fall gelandet. Ich bin in die rote Röhre reingefahren, wurde von dem Kran abgebremst und bin dann gegen den Pfeil gefahren. Ich bin noch durch den Kran durchgekommen. Und dann bin ich richtig rausgesprungen, aber nicht auf dem Pfeil gelandet, sondern daneben, please. Oh. Oh. Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, wo ich jetzt fahren muss. Was? Ey. Oh mein Gott, das ist so... Oh. Digga, in dieser Röhre drinne, das ist so asozial, Alter. Es ist wirklich, ich weiß gar nicht, was man da machen soll noch anders. Ich hab auch keinen. Oh, fick dich, Alter. Gott, ich weiß, ich dieser Kran blockt mich ein. Ich weiß nicht, wo ich fahren soll. Bin jetzt schon wieder in die Röhre reingekommen, aber ich fahr einfach gegen den Kran, instantly. Ei. Du musst einfach komplett gerade fahren, so wie die Führung dich mitnimmt. Ja, bin ich. Ich bin einfach nur gerade hochgefahren. Ich komme hoch, oben an und fahr gegen den Kran und bleib stehen. Ich bin vielleicht auch nicht der... Ah, Mann, da fehlt das Quäntchen Glück. Wem will das Karma mit Edding einen Penis ins Gesicht malen? Das hä? Digga, jetzt bin ich ganz links gefahren. Die einzige Stelle, wo man nicht vom Kran geblockt wird. Und bin neben den Pfeil gesprungen. Ja, genau, das war bei mir auch so. Ich bin komplett durch und dann neben den Pfeil geleitet worden. Digga. Ich habe das Gefühl, mein Lieber, dass der Pfeil... dass du trotzdem in der Tube anhalten musst. Nee, ich glaube nicht. Nee, du kannst das ja machen. Du kannst ja dann Looping fahren mit Anschwung. Oh nein. Digga, es war die ganze Zeit so actionreich von einem Punkt zum nächsten gehetzt, Alter. Ey, das ist heftig. Ja, das ist ja echt ein richtiger Skill gerade. Man sieht aber auch richtig wenig. Also ja, das ist halt auch so ein Ding. Du hast einfach keinen Plan, wo du reinkommst, wie du reinkommst. Ist der Kran jetzt da? Ist er weiter links? Ist er ein bisschen weiter rechts? Muss man sich auf seine Intuition verlassen. Oh, ich hab's! Ich bin durch! Deko ist durch! Nein, aber ich sehe gerade, Alter, wir sind gerade bei der Hälfte der Punkte. Wir sind bei 30 Punkten von 60 jetzt. Alter! Oh, fuck! Alter! Aber, Digga, dass ich das geschafft habe. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ich bin hochgekommen und bin in der Röhre nach rechts gefahren. Nein! Dass du quasi hinter dem Kran durchfährst. Ich bin auch gerade angehalten, weil der Kran hat mich weggezogen. Und dann dachte ich mir, okay, ich springe selber so rein, aber du brauchst halt den Speed von der ganzen Scheiße hier. Ich bin nach hinten gefahren. Ich habe es auch einmal gemacht, drin anzuhalten. Bin nach hinten gefahren. Quasi dann nach oben und bin dann einfach umgekippt. Ah, geil. Das war auch nicht so alles skillig. Das macht jetzt natürlich Druck, weil ich will eigentlich nicht mit Edding von Deko bemalt werden, weil der Typ kennt halt keine Grenzen. Also wie gesagt, ich bin in der Röhre, sobald du in der roten Röhre bist, leicht nach rechts fahren. Ah. Und bin dann unter dem Kran quasi durchgefahren. Und da ist auch direkt der Pfeil davor. Kran? Ja, das habe ich auch schon gemacht, aber dann lande ich halt nicht auf dem Pfeil. Nee, nicht nach links. Nein. Nach links landest du nicht auf dem Pfeil, wenn du nach rechts fährst, ist der Pfeil genau davor. Oh. Vielleicht denke ich gerade spiegelverkehrt. Und ich glaube... Ja, oder ich denke spiegelverkehrt, weil ich weiß noch nicht genau, ist er auf dem Kopf da. Ich bin so unfassbar schnell gerade. Ich komme noch nicht mehr auf den ersten Wall, weil ich so krass nach oben geboostet werde. Diggi! Jo, ich lasse Gas sogar schon los! Hä? Oh ne, habe ich Aufholen wirklich vielleicht angemacht? Bitte? Aufholen an? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Bist du durch? Nein, das Ding ist, die ersten Speeds boosten mich so krass, dass ich am Wallride, ich fliege fast über den, ich gebe gar kein Gas mehr. Ich fliege jetzt schon über die Wallrides hier rüber. Ey, das ist krass. Das ist gerade krass. Alter! Digga, also im Moment ist hier nur durchs Gelände fahren mit der geilen Karre. Ich mag ja so richtig geile, fette Pickups, ey. Oh Mann, das ärgert mich gerade, aber. Muchachos, ich habe ja überhaupt keine Zeichenskills, also könnt ihr euch vorstellen, dass Kev danach sehr, sehr hübsch aussehen wird. Das Ding ist, das wird halt passieren, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Wir werden uns einfach gar nicht mehr treffen. Oh, nein, ey. Wir werden uns einfach gar nicht mehr treffen. Fang jetzt nicht so an. Ich tut mir leid, bei so einer Aktion Freundschaft gekündigt. Ich meine, es ging jetzt jahrelang gut und jetzt ist vorbei. Ah! Diggi, das war aber jetzt Klaus hier, das Ding geschafft habe, First Try. Das war Klaus. Oh, okay. Komm schon.
So, warte, Kev, ich würde dir gerne bessere Nachrichten mitteilen, aber ich habe nur noch 5 Punkte bis zum Ziel. In dem Ding leicht rechts. In dem Ding leicht rechts, Uhuhu. Es war links. Du hast dich gehört. Es war leicht. Ich musste rechts lenken, habe ich gesehen, dass es links auch. Ich bin durchgekommen. Aber ja? Okay, nice. Perfekt durchgebrettert, Alter. Nice one! Dann hast aber du ja quasi den Skill-Part in dem Rennen auch geschafft. Nein, ja, echt. Aber ich muss dir leider sagen, also ich habe jetzt noch 5 Punkte bis zum Ziel. Wenn jetzt nichts mehr kommt, was mich noch richtig hart wegfickt, dann... Nein, ich will nicht, Deko kann nicht malen, Leute. Und Muchachos, das ist aber natürlich nicht das einzige Rennen, bei dem wir solche Aktionen machen. Wir haben uns schon ein paar kleine Bestrafungen für Instagram-Stories ausgedacht. Also werden wir bei den nächsten Rennen solche schönen Sachen machen. Also nicht bei allen, es wird nur so ein kleines Special sein. Das heißt, ihr könnt euch nie sicher sein, wann es kommt. Und schreibt auch gerne mal so kleine Bestrafungen, die halt so lustig sind. Keine Ahnung. Also nehmt euch einfach als Maßstab, würde ich sagen, halt Instagram-Story. Irgendeine Bestrafung, die man schön so in 15 oder 30 Sekunden durchziehen kann. So als nettes Beispiel, wo man sich drüber lustig machen kann, wäre ja zum Beispiel, kann das nächste Mal, wo wir uns sehen, gibt der Gewinner dem anderen halt einfach nicht die Hand, sondern klatscht ihm einfach einen Schokokuss ins Gesicht. Genau sowas. Sowas finde ich geil. Sowas finde ich geil. Weißt du, ich esse halt gerne Schokoküsse. Aha. Okay, also nehmen wir vielleicht doch eher einen Berliner mit Senf oder so. Ich hasse diese Silvester-Mogel-Packung, Alter, wo du... Genau so einen. So einen drücke ich dir so hart ins Auge, dass der Senf nur so wegspritzt. Er hat Spritzen gesagt. Du bist heute richtiger Peter Griffin, ne? Ja, ein bisschen. Vielleicht ein ganz kleines bisschen. Aber Peter Griffin ist ja auch ein geiler Typ. So wie ich. Passt also. Er ist auf jeden Fall ganz schön krank, dieser Typ. Genau wie du. Das passt tatsächlich ziemlich gut. Wo kommt Kev? Ich weiß leider nicht mehr genau, in welche Richtung man fahren muss. Aber irgendwo hier müsste Kev langsam kommen. Du bist doch jetzt auch schon beim Gelände fahren, ne? Ja, ja. Oh, krass. Das heißt, es war eine reine Skill-Geländefahrt mit ein paar Stunts. War schon ziemlich skillig. Hast du gut gelöst? Ah. Hast du viel von den Abenteuer-Maps mitgenommen? Ich sehe. Oh yeah. Also ich hoffe noch auf eine Sache. Du meinst, dass ich zu viel trolle und du dadurch ins Ziel kommst vor mir? Ja. Wow. Um ehrlich zu sein, mache ich mir darüber gerade auch schon Sorgen, so ein bisschen. Lol, ich schaff's hier nicht hoch. Oder? Lol! Nein. Alter. Oh! War das Klaus, Alter. Okay, jetzt muss ich respawnen, ich muss ins Ziel fahren. So weit hat Kev das hier bis zum Ziel. Ja, okay, und schreib mal nicht. Wo er schon Angst kriegt. Junge. Digga, ich seh das Ding da hinten. Das ist gerade mal 100 Meter weg oder so. 2 Minuten 40. Und er kriegt schon das Flattern in den Eiern, Alter. Digga, du bist doch schon auf der Map hier sogar schon zu sehen, Alter. Ja. Du bewegst dich schon auf mich zu. Langsam muss ich ins Ziel. Hallo, Kev? Ja, okay, hallo? Komm. Da springt er. Ja, das Ziel ist zum Greifen nah. Aber leider nein. Leider nein. Ha! Oh, da war eine Annäherungsmine. Wie kommt ihr denn dahin? Schaffe ich sie überhaupt noch ins Ziel? Ja, ich denke schon. Ja. Schade. Nein, da waren noch ein paar mehr Annäherungsminen versteckt. Ach, haben wir es schon Ostern? Hast du ein paar mehr Annäherungsminen für mich versteckt? Das ist aber nett. Leute, leider habe ich die Challenge verloren. Das heißt, beziehungsweise die Wette, Deko darf mir das nächste Mal, wenn wir uns sehen, oh yeah, mit einem Edding für eine Insta-Story was ins Gesicht malen. Und ihr ich freue mich schon was drauf. Ist. Und folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Ich kann euch nicht sagen, wann es kommen wird oder wie es kommen wird. Es ist wichtig, dass ihr es nicht verpasst. Aber es wird kommen und die Links in der Beschreibung, Muchachos. Es wird kommen, ich habe Angst. Okay, wir sehen uns weiter. Gefällt euch so eine Idee? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Genau, Muchachos. Daumen nach oben, schaut auch in die Beschreibung. Da fehlt natürlich außerdem auch den Link zu Kev. Ansonsten Abo dalassen, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.